Heute bin wirklich sehr froh, dass die Petra dabei ist. Die Petra Hauser habe ich als Country Managerin vom Talent Garden kennengelernt und bin dann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass sie unterschiedlichste Sachen macht. Sie hat zum Beispiel auch das Exponential Business Hub gegründet oder leitet das Singularity University Chapter in Wien. Sie hat sich ja bereit erklärt, heute mit uns ihr Wissen über Design Thinking zu teilen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Und Petra, vielen Dank, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch, dass schon so viele in unserem Zoom drin sind. So, und starte dann auch schon, wie gesagt, mit unserem Webinar zum Thema Solving Problems the Einstein Way. Wie ich schon gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn ihr zwischendrin Fragen stellt, denn es ist in so einem Webinar immer ein bisschen schwierig mitzubekommen, wo das Audience steht, werden die Sachen verstanden, ich sehe eure Gesichter nicht. Ja? Das heißt also, bitte springt gleich rein. Der Simon hat sich bereit erklärt, das Ganze zu facilitaten. Das heißt, wenn immer jemand eine Frage hat, einfach raise hands und dann gehe ich direkt drauf ein. Was ich euch heute vorstelle, ist eine Problemlösungsmethode, die ich im Silicon Valley kennengelernt habe, in San Francisco, nämlich Design Thinking. Und warum ich mir den Titel ausgesucht habe, Solving Problems the Einstein Way, werde ich euch jetzt gleich erzählen, wenn ich nämlich gleich mal reinspringe, um zu sagen, wo stehen wir denn? Ja, wir stehen in einer Zeit, wenn ihr euch mal die Technologieentwicklung anschaut, das ist hier diese pinke Linie, dann geht die exponentiell nach oben und exponentielle Kurven kennen wir alle, nämlich spätestens seit diesen Kurven hier. Das ist jetzt die Kurve, wie sich die Covid-Zahlen in China entwickelt haben. Und der erste Teil der Kurve, wo R gleich 3,88 steht, das ist sozusagen der exponentielle Teil, wo diese Covid-Fälle in China exponentiell steigen. Ja? Das heißt also, spätestens seitdem weiß also jeder, was eine Exponentialfunktion ist. Und diese Exponentialfunktion haben wir auch in der Technologieentwicklung. Also wir haben Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotics, Genetik, alle möglichen, die sich genau so entwickeln. Ja, in ihrem Fortschreiten. Nur unsere menschliche Adaptionsfähigkeit, das ist die weiße Linie, die hinkt da ziemlich hinterher. Das heißt, wir brauchen andere Methoden, um uns anzupassen. Wir sollten vielleicht die Dinge anders angehen als üblich und auch Probleme anders lösen als üblich. Und deswegen bin ich auf diesen Titel gekommen, Solving Problems the Einstein Way, weil der Einstein das eigentlich von Anfang an gemacht hat. Der hat eine extrem große Neugier gehabt. Als der 3 Jahre alt war, hat er schon sozusagen angefangen, die Dinge gut zu erforschen. Das machen Dreijährige im Allgemeinen. Mit 5 Jahren hat er zum ersten Mal einen Kompass gesehen und war einfach fasziniert von dieser Nadel, welche unsichtbaren Kräfte die ausrichten. Und das hat eigentlich seinen Neugier grundgelegt, viele Dinge sich anzuschauen, die wir dann später natürlich von ihm kennen. Natürlich in erster Linie seine Relativitätstheorie, aber er hat ja auch viele andere Theorien entwickelt. Und dabei hat ihn immer seine Neugier getrieben. Und diese Neugier und auch diese Kreativität, das ist genau das, was wir eigentlich in solchen Zeiten brauchen, um uns eben an diese Technologieentwicklung anzupassen. Das heißt, was man definitiv sagen kann, und das gilt nicht erst seit Covid, Business as usual ist eigentlich komplett vorbei. Wir haben eigentlich nur noch Ausnahmen zu handeln, so wie wir jetzt auch gerade diese Krise zu handeln haben, die eigentlich nichts mehr mit unseren Standard-Procedures zu tun hat, was wir jetzt gerade alle auch ziemlich schmerzlich merken. Was auch tatsächlich eine Realität ist, ist, dass Startups das Thema haben, dass, wenn ihr hier schaut, 42% von den Startups eigentlich daran scheitern, dass das, was sie sich da ausdenken, eigentlich keinen Marktbedarf deckt. Ja, das heißt also, man überlegt sich was Tolles, was man machen könnte. Ihr habt sicher auch viele Ideen, sonst wärt ihr nicht bei den Moonshot Pirates dabei. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt nur eine Idee, die ihr toll findet, oder gibt es da tatsächlich einen Marktbedarf dafür? Und wenn man sich einfach diese statistischen Zahlen anschaut, das ist jetzt von einer Befragung von einem aus USA, der sich sehr viel mit diesen Themen befasst und der ganz viele Startups sich angeschaut hat. Und der kam eben zu dem Ergebnis, dass 42% der Lösungen,
Lösungen von diesen Startups eigentlich keinen Marktbedarf sozusagen abdecken. Ja, 34% scheitern daran, dass ihr Produkt oder ihr Businessmodell, was dahinter steht, schlecht ist, weil es kann ja sein, dass es vielleicht eine Idee gibt, die hat einen totalen Bedarf, den die zwar abdeckt, aber die Leute wollen nichts dafür zahlen. Ja, dann ist das auch nicht so wirklich nachhaltig. Und an Preis- und Kostenthemen scheitern eigentlich die wenigsten Startups. Und auch das ist sozusagen ein Grund, warum es besonders wichtig ist, sich genau anzuschauen, das, was ich mache, ist es wirklich ganz nah am User und am Markt dran. Und genau das macht Design Thinking. Und ich bin zum ersten Mal mit Design Thinking in Berührung gekommen, habe ich schon gesagt, in San Francisco, das war 2015. Und da habe ich dieses Foto hier aufgenommen in Stanford am Campusgelände, weil in Stanford ist auch die D-School, das nennt sich sozusagen D-School, weil Design School. Und die hat der Hasso Plattner, steht auch hier auf dem Auto hinten drauf, gegründet. Das ist auch der Mitbegründer von SAP, von diesem riesigen, Europas größtem Softwareunternehmen. Und der hat eben schon in den 90ern eigentlich festgestellt, dass es eine bessere Methode geben muss, Produkte zu entwickeln, als das im stillen Kämmerlein zu tun, um dann danach festzustellen, dass es eigentlich keiner braucht. Auch in San Francisco ist eine weitere Wiege des Design Thinkings eine Company, die es auch heute noch gibt, seit den 90er Jahren. Die heißt IDEO, also I-D-E-O, IDEO. Und auch die haben dieses Design Thinking eigentlich entwickelt. Und was das ist, ist nichts anderes. Ich habe mir damals auch gedacht, als ich da stand, das klingt so kompliziert, das ist so ganz anders als das, was ich kenne. Ist das jetzt total schwer? Warum ist das in Stanford an der Uni? Ist das total kompliziert? Und habe dann festgestellt, das ist eigentlich kinderleicht. Ja? Eine ganz, ich sage jetzt mal, idiotensichere Methode, um eigentlich zu tollen Lösungen zu kommen. Man muss einfach nur mal das verstanden haben, wie es geht und auch mal durchgemacht haben. Und dann sieht man eigentlich, wie wunderbar sich die Dinge dann von selbst entfalten, wenn man nach dieser Problemlösungsmethode vorgeht. Ja, und das Ganze startet immer das Design Thinking. Und es ist auch ganz wichtig, das zu damit zu starten mit einer Fragestellung. Ja, das heißt, es ist ja auch das, was ihr braucht oder entwickelt am Anfang, wenn ihr zu den Bootcamps kommt von den Moonshot Pirates. Was wollt ihr eigentlich tun? Ja, ist das jetzt eine Aufgabe, die ich von der Schule gestellt wurde? Oder sagt ihr selber, ey, ich hätte da eine Idee, ich würde gern businessmäßig dieses oder jenes einmal versuchen, vielleicht nach der Schule oder vielleicht auch nicht businessmäßig, vielleicht einfach nur, um auch die Welt ein Stück besser zu machen mit einer Idee. Aber ihr braucht immer sozusagen eine Fragestellung und das braucht man auch für das Design Thinking. Eine Fragestellung wie könnten wir? Ja? Also wie könnten wir jetzt eine Lösung entwickeln, damit wir jetzt auch in dieser Phase hier uns jetzt untereinander gut austauschen. Ja, könnte jetzt eine Fragestellung sein oder welche auch immer. Das ist wichtig. Anfangspunkt fürs Design Thinking ist die Challenge. Und dann sind es ganz einfach 5 Phasen, durch die ich euch jetzt auch durchführen werde, die man eigentlich durchmacht und egal wie kompliziert das Problem ist, und das ist das Schöne am Design Thinking, egal wie komplex das Problem ist, ihr bekommt am Ende ganz fix einen Lösungsprototypen raus, also eine erste Lösung. Ja? Die Methode führt euch dazu. Ihr könnt nicht scheitern mit der Methode. Es kann nur sein, dass man nochmal Stufen zurückgehen muss, um vielleicht nochmal irgendwo nachzubessern, wenn man sieht, das passt noch nicht ganz, aber ihr habt auf jeden Fall am Ende der Methode ein Ergebnis. Gibt es da schon mal Fragen soweit? Irgendwas, was ihr vielleicht jetzt schon mal wissen wollt? Nein? Keine Frage bislang? Okay, gut, dann gehe ich weiter. Das Design Thinking, wie ich schon gesagt habe, hat 5 Phasen. Die erste Phase nennt sich Einfühlen. Das ist die Phase, wo wir uns in den User einfühlen. Also dazu werde ich gleich noch richtig viel sagen. Das ist nämlich eigentlich eine ganz super wichtige Phase. Ja? Also verstehe ich wirklich, ja, was mein User braucht in Bezug auf meine Fragestellung. Ja? Die nächste Phase ist das Definieren, wo ich sage, okay, ich hatte eine Fragestellung, ja, zum Beispiel, also keine Ahnung, wie kann ich jetzt die Kindersterblichkeit am Himalaya irgendwie reduzieren, also eine komplexe Fragestellung und habe dann nach dem Einfühlen in meine Usergruppe eigentlich festgestellt, was ist es eigentlich genau, was das Problem ausmacht. Ja, ich werde spezieller, ich werde spezifischer.
Und wenn ich dann, und das ist die wichtigste Phase im Design Thinking, wenn ich eigentlich verstanden habe, worum es geht, ja, jetzt bei der Fragestellung, wie kann ich die Kindersterblichkeit da reduzieren, habe ich vielleicht nach dem Einfühlen festgestellt, was die eigentlich brauchen, ist was, um die Kinder warm zu halten, wenn die neugeboren sind. Ja? Dann kann ich sagen, wie kann ich eine Vorrichtung schaffen, damit die Kinder, die Neugeborenen, auch ohne Heizung warm gehalten werden können. Also ich bin viel spezifischer und dann kann ich dafür anfangen, Lösungen zu generieren. Ja? Das hätte ich am Anfang noch nicht so gut gekonnt, ne? Weil wenn meine Fragestellung zu unspezifisch ist, kann ich schlecht Ideen generieren. Jetzt kann ich es, weil jetzt habe ich definiert, was wirklich der Painpoint ist, der wirkliche Job to be done. Gleich mal eine Frage an euch, wer hat schon mal von dem Job to be done Konzept gehört? Keiner? Es sind nur ein paar Antworten gekommen, noch nie, nein, noch nicht. Und okay, gut, okay. So, da gab es einen Menschen, der gerade Ende letzten Jahres gestorben ist, der Clayton Christensen, der für mich bewundernswerteste Harvard-Professor, und der hat diesen Begriff geprägt. Und ich bringe euch ein Beispiel, um das ganz verständlich zu machen. Job to be done heißt, die Idee des Konzeptes ist, was ist wirklich der Bedarf eines Users bezogen auf deinen Service oder dein Produkt. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel gab es da so Pendler in den USA und die haben sich immer früh so einen Milchshake gekauft und sind dann damit zur Arbeit gefahren. Und man könnte jetzt annehmen, okay, das ist halt ihr Frühstück, der hat ihnen gut geschmeckt, dieser Milchshake, deswegen haben die den alle gekauft. Der Job to be done war ein anderer. Der Job to be done, warum die diesen Milchshake gekauft haben, vielen hat der vielleicht gar nicht so toll geschmeckt, war, dass die auf dem Weg zur Arbeit sich nicht ihre Krawatte oder ihre schöne Bluse bekleckern wollten und sie mit einer Hand das Lenkrad halten wollten und mit der anderen Hand den Milchshake trinken und sozusagen frühstücken beim Fahren. Ja? Das war der Job to be done. Wenn ihr jetzt vorgehabt hättet, für diese Pendler ein alternatives Frühstück sozusagen anzubieten, dann ist es total wichtig, dass ihr versteht, was eigentlich deren Job to be done ist. Ja? Weil Hungerstillen war ein Teil davon, aber nur ein Teil. Das heißt, wenn ihr jetzt da ein super tolles Müsli mit aufgetürmtem Obst angeboten hättet, hätten die das nicht gekauft, weil sie das nicht mit einer Hand beim Autofahren hätten essen können. Ja? Das, ganz, ganz einfach erklärt, ist diese Idee des Job to be done. Also was ist eigentlich das tatsächliche Bedürfnis? Habe ich das echt verstanden von meiner Zielgruppe? Ja? Warum die tatsächlich mein Produkt oder meinen Service konsumieren? Oder habe ich nur eine Annahme? Machen die vielleicht ganz andere Sachen damit? Oder ist mein Produkt oder mein Service noch aus ganz anderen Gründen, als ich denke, für die wichtig? Das ist das Konzept vom Job to be done. Ja? Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, sich einzufühlen in die Zielgruppe und dann zu definieren, was ist es tatsächlich? Ja, da sind wir jetzt beim pinken Kreis. Und wenn ich das echt kapiert habe, nur dann, und ich glaube, das wird mit dem Beispiel von dem Frühstück jetzt sehr klar, kann ich tatsächlich gute Ideen generieren, die genau auf das abzielen, was das Problem der Zielgruppe ist. Und dann, wenn ich dann die Ideen habe, dann kann ich anfangen, könnte ich, und so machen sozusagen früher oder heute auch noch viele Unternehmen, dann fangen die gleich mal an, richtig zu investieren und die Lösung in den Markt zu bringen. Ja? Also möglichst perfektioniert schon produzieren und dann mit fettem Marketingbudget in den Markt, ist jetzt für euch als Schüler nicht das Thema. Ja? Aber auch ihr habt begrenzte Ressourcen, das hat eigentlich jeder. Und jetzt ist die Frage, versuche ich jetzt schon in meinen Möglichkeiten, meine Idee so umzusetzen, wie es am besten geht? Oder, und das ist die Idee vom Design Thinking, mache ich erstmal einen Prototypen. Und der kann gebastelt sein aus allem möglichen Kindergartenmaterial. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Der Prototyp soll nur die Idee von dem, was ihr machen wollt, wirklich transportieren. Und dann geht das Design Thinking, der grüne Kreis, die letzte Phase, sofort ins Testen. Das heißt, mit dieser gebauten Krücke, mit diesen Prototypen, fangt ihr sofort an, euch Feedback zu holen von euren Usern. Ja, was gefällt euch nicht, was könnten wir eigentlich anders machen?
Und mit dem Feedback bearbeitet ihr sofort euren Prototypen weiter, bevor ihr noch sehr viel Geld oder Zeit reingesteckt habt, eure Erstlösung schon zu perfektionieren. Ja, ist natürlich viel effizienter, weil ihr habt schon wieder neue Informationen bekommen. Und das ist es. Das ist das ganze Design Thinking in 5 Phasen erklärt. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail, weil natürlich werdet ihr jetzt noch nicht sozusagen in der Lage, damit das sofort umzusetzen. Wie gesagt, jetzt schauen wir uns die einzelnen Phasen an. Wichtig ist zu verstehen, bevor wir das tun, dass das Design Thinking nicht linear ist. Ja, das heißt, es kann sein, insbesondere in der Phase, und das ist dieses Wollknäuel am Anfang, wo ihr mit den Usern sprecht und dort Research macht, da kann es sein, dass ihr feststellt, aha, jetzt habe ich was gefunden, und dann stellt ihr fest, ich kann daraus aber nicht jetzt wirklich schon ableiten, was jetzt deren Hauptproblem ist. Ich habe jetzt viel zu viel, ich bin jetzt total sozusagen verwirrt. Der eine sagt das, der andere das, was ist es denn jetzt? Ja? Das heißt, es gibt immer wieder beim Design Thinking den Punkt zu sagen, ich muss nochmal zurückgehen. Ich muss nochmal mehr Infos einholen von meiner Usergruppe. Ja? Oder ich stelle fest, ich muss eigentlich jetzt meine Design-Challenge umformulieren, weil ich festgestellt habe, ich bin auf was viel Tolleres gekommen. Ja? Also das heißt, es darf sein. Das ist ganz wichtig. Wir sind immer so gewöhnt. Wir gehen dann von A bis Z die Schritte durch, ja? Und erlauben uns nicht, auch nochmal zurückzugehen. Und beim Design Thinking ist eben der Punkt, es gibt nicht diese Restriktionen. Ja? Wir dürfen und wir sollen zurückgehen, wenn es der Lösung dient. Das soll dieses Chart aussagen. Auch ganz wichtig, ihr macht das Design Thinking nicht alleine, weil da würde relativ wenig rauskommen, sondern das Design Thinking lebt eigentlich von 3 Aspekten. Das eine ist mal die Gruppe. Die Gruppe sollte möglichst nicht zu einförmig sein. Das heißt zum Beispiel jetzt lauter Members aus eurer gleichen Klasse wäre vielleicht jetzt nicht so günstig, ja? Sondern es wäre super, wenn ihr unterschiedliche Blickwinkel einschließt, indem ihr unterschiedliche Leute mit in die Gruppe holt. Und da würde ich natürlich immer schauen, je nachdem, was eure Fragestellung ist, dass ihr auch Leute habt, die vielleicht eine andere Art von Fähigkeit mit einbringen. Wenn wir jetzt auf das Beispiel gehen von der Kindersterblichkeit am Himalaya und ihr habt festgestellt, es geht darum, also die Babys warm zu halten, dann wäre es vielleicht gut, jemanden zu haben, der sich zum Beispiel auskennt, mit Isoliermaterialien, vielleicht ist also, ne, also jemand, der aus der Industrie vielleicht kommt, oder vielleicht auch jemand von der Uni, der sich aus dem Bereich, also in dem Bereich auskennt. Das heißt, unterschiedliche Fähigkeiten in der Gruppe zusammenzubringen, ist der erste Punkt. Also die Gruppe ist wichtig. Die zweite Sache, die wichtig ist, ist der Raum. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn, das zum Beispiel in einem klassischen Schulzimmer zu machen, wo alle irgendwie eingesperrt hinter ihren Desks sitzen, sondern so ein Design-Thinking-Raum, der sollte möglichst flexibel sein. Ja? Das heißt, durchaus auch mal hohe Tische, solche Stehtische, wo man sich auch nicht hinsetzen muss, sondern schnell irgendwo hingehen kann, was holen, neues Material, was man braucht. Dann einfach solche Hocker, die, wo man sich mal kurz im Kreis setzen kann oder sich mal kurz in kleinen Gruppen zusammensetzen kann. Also flexibler Raum und die Gruppe. Und der dritte Punkt ist die Facilitation. Facilitation heißt die Moderation. Es ist ganz wichtig, nachdem Design Thinking ein sehr strukturierter Prozess ist, dass einer überhaupt nicht inhaltlich mitarbeitet, sondern tatsächlich den Prozess leitet. Ja? Und das muss jetzt kein Experte sein. Es ist schon gut, man kriegt immer mehr Übung, je öfter man es macht. Ja, schon gut, wenn es vielleicht jemand ist, der vielleicht schon mal bei irgendeinem Seminar vielleicht schon mal so eine Moderationsfunktion hatte. Das könnte vielleicht auch jemand aus dem Kreis der Moonshot Pirates sein, ja, der euch bei sowas hilft. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es jemanden gibt, der sozusagen auf die Zeiten aufpasst, der aufpasst, dass alle Schritte richtig eingehalten werden. Und dem Facilitator kommt eine wichtige Rolle zu, auch bezogen auf die Frage, wann sollten wir nochmal zurückgehen? Hakt es jetzt gerade? Und kommt jetzt von außen der Vorschlag, hey, lasst uns nochmal ein paar User befragen. Ja? So, wenn jetzt diese 3 Sachen gegeben sind, sitzt ihr jetzt also, stellt euch vor, ihr sitzt jetzt in einer Gruppe in einem Raum, der schön flexibel eingerichtet ist mit vielen weißen Wänden, wo ihr Post-its hinklatschen könnt.
ihr habt den Facilitator, alles super. Und jetzt habt ihr eine Fragestellung, wie könnten wir die Kindersterblichkeit am Himalaya reduzieren? So, und jetzt ist der erste Punkt, der kommen muss, ein Framing. Und was meine ich damit? Und das ist was, also das habe ich deswegen so groß geschrieben, weil das kann man bei jeder Art von Arbeit verwenden, auch bei jeder Gruppenarbeit, die ihr in der Schule macht. Framing heißt, dass wir jetzt mal schauen, dass alle das Gleiche unter der Frage verstehen. Ja, zum Beispiel jetzt bei der Fragestellung, wie könnte man die Kindersterblichkeit, was heißt jetzt Kindersterblichkeit? Für den einen heißt es vielleicht die Neugeborenen, für den anderen heißt es aber vielleicht auch Dreijährige, weiß ich nicht. Am Himalaya, was heißt am Himalaya? Auf welche Region fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns überhaupt auf eine Region? Also ihr seht schon, da kann man unter den einzelnen Wörtern unterschiedliche Sachen verstehen. Und ich gebe euch mit 100% Garantie, das ist so. Auch beim einfachsten Satz versteht jeder, nicht jeder, aber verschiedene Menschen verstehen verschiedene Dinge drunter. Ja? Vielleicht verstehen zwei das Gleiche, aber die anderen zwei nicht. Wenn das so ist, dann ist es wahnsinnig schwer, zusammen an einer Sache zu arbeiten, weil im Kopf hat immer jemand vielleicht eine andere Idee als gerade sein Nachbar. Und deswegen ist dieses Framing so wichtig. Beim Framing nehmen wir unsere Design-Challenge, unsere Fragestellung auseinander in die Einzelbestandteile, einzelne Wörter oder Wortgruppen. Und jeder tut einmal Post-its an die Wand, was er darunter versteht. Und danach schauen wir uns an, okay, wenn die Post-its zeigen, wir verstehen eh alle das Gleiche drunter, super, dann können wir die so lassen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie an Design Thinking erlebt, wo man nicht beim Framing schon einmal die Ausgangsfrage dann ein bisschen anders formuliert hätte. Ja, also Framing, super wichtig. Auch nochmal wichtig, wenn ihr Fragen habt, bitte gleich reinspringen. So, jetzt haben wir mal unsere Fragestellung. Wir verstehen alle das Gleiche drunter, super. Jetzt können wir anfangen mit dem Einfühlen. Und das sieht dann, aber warte mal, hier, nee, sorry, hier habe ich noch zum Framing ein Bild. Ne? Da, also das ist nämlich ganz schön. Also hier habe ich links auf dem Bild habe ich eine Gruppe, die arbeitet gerade dran. Ne? Was verstehen wir unter den einzelnen Begriffen? Wir haben hier auf der rechten Seite das Bild, wo ein Satz auseinandergenommen wurde in verschiedene Begriffe, ne? Zum Beispiel Projekte, was versteht man unter Projekten? Und dann haben die ganzen Leute ihre Sachen, was die sie drunter verstehen, drunter geklatscht. Und dann konnte man schauen, ist es das Gleiche? Und in dem Fall war es zum Beispiel nicht das Gleiche. Und es hat ziemlich lang gedauert, bis wir alle das Gleiche unter der Ausgangsfragestellung verstanden haben. So, jetzt aber. Jetzt geht es ans Einfühlen in die Bedürfnisse. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir uns wie Detektive auf die Suche machen nach den unerfüllten Bedürfnissen. Weil, wenn wir ein Bedürfnis haben, was eh schon komplett erfüllt ist und wo wir sagen, also eigentlich, da gibt es überhaupt keinen Pain Point der User, dann wird es nicht so leicht sein, dort was zu generieren, dort was in den Markt zu bringen, was dann halt auch wirklich sozusagen erfolgreich ist. Ja? Und das ist ja auch sozusagen nochmal der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, viele Startups scheitern dran, dass sie was machen, was keinen Marktbedarf hat. Ja? Es ist so wichtig zu verstehen, nicht nur, was sind die Bedürfnisse, sondern was sind die unerfüllten Bedürfnisse. Und dazu ist es tatsächlich so, dass wir uns wie so ein Trüffelhund auf die Suche machen sollten und möglichst viele Sinne anschalten. Ja? Das heißt, wir beobachten jetzt mal die User in ihrer Umgebung. Was sehen die? Was hören die? Was fühlen die? Was tun die? Um zu verstehen, was das Unerfüllte ist. Und das Wichtige ist, dass wir nicht versuchen, das so stark mit unserem reinen analytischen Verstand zu machen, sondern hier geht es ganz viel um Gefühl. Und ich habe euch schon gesagt, die Wiege vom Design Thinking liegt neben der D-School in Stanford auch bei IDEO, also diesem Unternehmen aus San Francisco. Und der Präsident, also der Mitgründer, der hat gesagt, it's not us versus them. Them sind die User. Or even us on behalf of them. Wir machen nichts für jemanden. A design thinker, it has to be us with them. Also wir versuchen uns in ihre Schuhe zu begeben, in die Schuhe der User, um wirklich zu fühlen, was die fühlen, um ganz tief zu verstehen, was deren Themen sind. Denkt an das Beispiel mit dem Milchshake. Ja, da ging es nicht nur darum, den Hunger zu stillen. Und der Punkt ist, und das ist eigentlich zum Beispiel auch so eine große Chance jetzt in dieser Corona-Krise, ja, fühle ich etwas für meine User, was mich wirklich inspiriert,
was für die zu tun. Ja, also wenn wir jetzt so viele Startups haben, die jetzt daran arbeiten, entweder Schutzanzüge, Masken oder sogar Impfstoffe oder Ähnliches zu entwickeln oder Desinfektionsmittel, dann sind die derzeit total hoch inspiriert, ja, weil wir einfach alle zusammen jetzt in einem Boot sind in dieser so herausfordernden Situation. Und dann funktioniert es aber am besten. Ja? Also es funktioniert am besten, wenn ihr wirklich hoch inspiriert seid, etwas zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, dass es bei diesem Einfühlen eigentlich darum gehen soll, möglichst schon Vorkenntnisse auszuschalten. Also gerade wenn ihr jetzt meint, ihr seid schon Experten in einem Thema oder ihr seid in was ganz tief drin, oder auch Leute in eurer Gruppe habt, die meinen, also genau, ich bin der Wissenschaftler XY, ich weiß genau, was Sache ist. Darum geht es eben jetzt in der Phase genau nicht, sondern es geht wirklich darum, die Welt neu anzuschauen, sozusagen mit neuen Augen anzuschauen, damit man was entdeckt, was bis jetzt noch nicht entdeckt wurde. Sonst können wir keine unerfüllten Bedürfnisse entdecken. Ja, weil wenn wir schon meinen, wir wissen, was Sache ist, klar, die kaufen sich den Milchshake, da die haben Hunger. Ja? Nein, wir müssen schauen, dass wir uns sozusagen wirklich auf die Reise als Entdecker begeben, ja? Als wirkliche Pioniere. Es hat ziemlich viel mit Kindergarten auch zu tun. Ja? Also erinnert euch an die Zeit, da war alles neu, da wurden viele Sachen gefragt, in Frage gestellt. Ein Stuhl, Wackelstuhl, das war ein Sportinstrument. Ja? Da wurde draufgekrabbelt, runtergekrabbelt, dran gesägt, bemalt, ja. Sachen, die uns immer mehr abtrainiert werden. Also je länger ihr in der Schule seid, desto mehr wird es abtrainiert. Also ich habe eine 14-jährige Tochter, ich habe einen 21-jährigen Sohn und als er mit der Schule fertig war, habe ich mir gedacht, meine Güte, ich hoffe, er hat sich noch was von dem eigentlich behalten, was ihn als Kind so ausgezeichnet hat. Ja? Weil der wäre fast an Mathe gescheitert, an dem scheiß Mathe-Abitur. Das war einer der ersten, der dieses furchtbare neue Matura-System hatte. Und der ist so hochkreativ und durch dieses Mathe-Dilemma wurde ihm da so viel weggenommen. Ja? Und genau eigentlich diese Fähigkeiten, eben dieses Kreativsein, dieses Verspielte, dieses die Sachen neu anschauen, die Welt neu entdecken, das ist das, was wir heute in der jetzigen Zeit wieder so brauchen. Ja? Und das Design Thinking ist eigentlich eine Methode, wo man das auch wieder darf und wo es sogar gewünscht ist, und zwar ganz stark gewünscht ist. Ja? Es wurde die Frage gestellt, wie lange diese Phase dauern darf. Ja, genau. Letztendlich ist es auch immer eine Frage, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. So ein Design Thinking kann, wenn man wirklich sagt, hier gibt es jetzt nicht so ein Zeitlimit, sondern es geht wirklich darum, dass wir jetzt hier dem Prozess so viel Zeit geben, dass wir zur besten Lösung kommen, dann darf das so ein Design Thinking auch Wochen dauern und dann darf so eine Empathy-Phase, also diese Einfühlungsphase, darf die eine Woche dauern. Ja? In den Design Thinkings, die ich mit Unternehmen mache, also das sind dann meistens große Unternehmen, die haben natürlich nicht so viel Zeit, da können jetzt nicht die Leute einmal 4 Wochen nur Design Thinking machen, bei Google übrigens schon, ja? Also weil die verwenden diese Methode, auch Amazon verwendet diese Methode eigentlich nur, um neue Services in den Markt zu bringen. Wenn ich mit der österreichischen Post sowas mache, dann darf das 3 Tage dauern Maximum. Und ich sage mal, 3 Tage ist das Minimum, weil nach 3 Tagen hängt der Gruppe die Zunge in den Kniekehlen, weil der Prozess so strukturiert ist und so viel zu tun ist. Also sehr viel kürzer mache ich es auch nicht, ja, weil ich dann einfach sehe, es leidet. Ja. Und ihr habt jetzt, glaube ich, schon verstanden, wie wichtig dieses Einfühlen ist. Und wenn man dafür halt nur 3 Stunden Zeit hat und dann halt aber gerade mal vielleicht nicht die erreicht, die man eigentlich beobachten will, weil es geht ja nicht nur um ein Befragen, ja, das ist auch ganz wichtig, es geht ja darum, jetzt mal zum Hörer zu greifen und 5 Leute zu befragen, das Wichtigste ist ja, die auch zu beobachten, also wenn ihr wieder an das Beispiel mit dem Milchshake denkt, dann wäre es ja voll super gewesen, neben so einer Person im Auto zu sitzen und mit der zu sprechen und eben festzustellen, was der wichtig ist, nämlich, dass sie jetzt sozusagen nicht bekleckert da am Arbeitsplatz ankommt. Ja, also deswegen, es gibt da eigentlich keine Zeitvorgabe. Es gibt vielleicht nur ein Minimum. Es gibt aber auch welche, die sagen, wir machen jetzt Elemente des Design Thinkings mal an einem Tag. Aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man es wirklich gescheit durchmachen will, sind für mich 3 Tage das Minimum.
Dann ist noch eine Frage von anscheinend einem sehr erfolgreichen Schüler. Er fragt, ob man, wenn man ein Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell hat, kann man trotzdem dann das Design Thinking anwenden? Ja, absolut und unbedingt. Jetzt stellt euch mal Amazon vor, ja. Also Amazon hat angefangen einfach mit dem Thema E-Commerce. Amazon macht jetzt wahnsinnig viel Geld mit Cloud-Services und der Jeff Bezos hat die Washington Post gekauft, also hat jetzt ein Medium und dann machen die natürlich jetzt zum Beispiel auch Filme, ja, also Amazon Prime. Das heißt, es ist eigentlich auch super wichtig, als erfolgreiches Unternehmen nicht drauf zu warten, bis meine Erfolgskurve sozusagen wieder abnimmt, weil jedes Unternehmen hat eine Lebensphase wie so eine S-Kurve, ja, sondern an dem Punkt, wo ich eigentlich gerade voll nach oben gehe und die meisten Ressourcen geldmäßig habe, sollte ich eigentlich schon auf ein neues Geschäftsmodell aufspringen, um mich sozusagen stabiler zu machen. Wenn in einem Markt gerade was runtergeht, geht vielleicht der andere Markt gerade nach oben. Und solche Unternehmen wie Amazon, die haben, oder auch Google, ja, die haben parallel 6, 7, 8, 10, 11, 12 Geschäftsmodelle in der Pipeline, die mit solchen Methoden entwickelt werden. Ja. Gut, also ich glaube, ich habe es schon gesagt, wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir stellen uns ganz viele Fragen, wir dürfen Fehler machen und wir sind wirklich Detektive. Und was wir dann machen, ist, dass wir uns am Anfang, und das sind die beiden Herrschaften auf der linken Seite, das ist jetzt aus einem Design Thinking, was ich mit Deutsche Post DHL gemacht habe, wir schreiben uns Fragen auf, die wir unseren Usern stellen wollen. Einfach, damit wir ein bisschen vorbereitet sind und uns auch nicht in die Falle begeben, dass wir zu sehr auf den Punkt fragen. Ja? Weil wenn wir zum Beispiel jetzt nur bei dem Milchshake gefragt hätten, was schmeckt euch daran, welche Inhaltsstoffe sind euch wichtig, ist euch wichtig, ob jetzt der Low-Fat ist oder nicht, wären wir nicht drauf gekommen, was eigentlich der andere Job to be done ist, der vielleicht noch wichtigere. Das heißt, wir versuchen in diesen Fragen uns auch schon solche Fragen mit vorzunehmen, wo wir in die Gefühlswelt reingehen. Ja? Wie fühlst du dich, wenn du dieses und das nutzt? Was macht deinen Tag schön? Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Design-Challenge aus der Arbeitswelt ist, dann könnte eine Frage auch lauten, wann fühlst du dich mal so richtig zufrieden an deinem Arbeitsplatz? Ja? Also wir bereiten die Fragen vor und dann gehen wir wirklich in die Beobachtung. Das heißt, wir versuchen möglichst viele persönliche Gespräche zu führen mit den Usern und noch besser ist es, sie in einer Nutzungssituation zu begleiten. Das ist das, was der Tim Brown gesagt hat, mit dem wir versuchen, mit ihnen Dinge zu tun. Ja? Also jetzt bei dem Milchshake-Beispiel würden wir am liebsten mit ihnen im Auto sitzen und zur Arbeit fahren und dann erforschen, was ist das richtige Frühstück für sie, ja, auf dem Weg zur Arbeit. Das ist wichtig und dann sammeln wir sehr viele Details. Und wichtig ist immer, so ein Notizbüchlein dabei zu haben, weil direkt nach der Beobachtung sollten wir Sachen aufschreiben. Sachen, die uns auffallen, Needs, ja, oder auch Insights, also Dinge, wo wir sagen, okay, das war jetzt überraschend. Ja. Da sind jetzt auf was draufgekommen. Das hat vielleicht erstmal jetzt so im ersten Moment gar nichts zu tun, zum Beispiel jetzt mit dem Milchshake. Ja, aber wir haben beobachtet, dass denen jetzt total wichtig ist, sozusagen, dass sie mit einer Hand das Frühstück zu sich nehmen können. Solche Sachen schreiben wir auf. Ja. Und diese Needs und diese Insights, die wir da sammeln, die sind eigentlich unser Schatz für das weitere Vorgehen im Design Thinking. Und wichtig ist, ich habe gesagt, wir arbeiten in der Gruppe, jeder schwärmt aus und holt sich andere User, ja, oder geht zu denen hin, beobachtet die, schaut sich auch an, wie ist eine Körperhaltung. Wenn ich mit dem über ein Thema rede, geht der auf mich zu oder geht der von mir weg? Kriegt der Linien auf der Stirn? Ist er begeistert? Ja? Diese Sachen, die schreiben wir uns auch mit auf. Und dann tun wir das zusammen und sammeln das und tun wieder die Post-its da an die Wand. Und zwar alle komplett ungeklustert am Anfang. Und dann schauen wir, dass wir die ganzen Sachen auch ordnen können. Das heißt, dass wir verschiedene Cluster machen. Cluster sind einfach Haufen von gleichen Themen. Ja? Zum Beispiel hat man dann viele Beobachtungen zu dem Thema
bei dem Milchshake zu bleiben, Sauberkeit, ja, wichtig ist sozusagen hier möglichst unzerknittert und unbefleckt anzukommen. Also da war das Thema Sauberkeit war ein großes Need. Definitiv war auch die Sättigung ein Need. Ein anderer Need war, das Ganze zu konsumieren, das Frühstück, während man fährt, also mit einer Hand. Also all diese Sachen werden sozusagen geclustert, um dann zu sehen, okay, wo sind so Häufungen von Dingen, die für uns wichtig sind, ne, wo wir einfach mehr verstehen, was der wirkliche Job to be done unserer User ist. Ja. Wie findet man die geeigneten User? Mhm, ja, das ist auch gut. Die beiden Herrschaften, die sich da gerade in ihr Büchlein die Fragen notieren, haben vorher einen Schritt gemacht, super Frage, nämlich die haben eine sogenannte Landkarte gemalt, wo man die User finden kann. Ja, das heißt, in der Gruppe wurde dann gesagt, okay, wir haben vielleicht sogar verschiedene Usergruppen. Ne? Also wir haben, ich sage jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Milchshake zu bleiben, wir haben diese Pendler, die im Auto fahren, dann haben wir welche, die mit öffentlichem Nahverkehr fahren und vielleicht auch welche, die mit dem Fahrrad fahren. Ja? Das heißt, verschiedene Usergruppen wurden in der Gruppe definiert und dann wurde gemeinsam überlegt, kennst du jemanden? Wer kennt denn jemanden? Und nachdem so eine Gruppe, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, idealerweise aus um die 9 Personen besteht, gibt es immer wen, der irgendeinen User von irgendwoher kennt. Oder zumindest in seinem Netzwerk jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja, das heißt, über diese gemeinsame Besprechung, wo finden wir die User, schreiben wir auf unsere Landkarte, wo wir die tatsächlich physisch antreffen und auch wer einem helfen kann. Wir tauschen vielleicht auch Telefonnummern aus, weil wir sagen, die erreichen wir jetzt zwar nicht persönlich, aber wir fetten sozusagen unsere Userbase nochmal auf durch ein paar Telefonate, die sind eigentlich auch immer dabei. Ja, aber wie gesagt, am besten ist es, jemanden, einem Menschen gegenüber zu sitzen und seine Körperhaltung wahrzunehmen. Ja, genau. Also das heißt, wir haben gemeinsam definiert, wer sind unsere User, wo finde ich die und wer kann uns helfen, zu denen zu kommen, entweder direkt, physisch, wenn man zum Beispiel mit Unternehmen, also an Unternehmen ran will, dann ist es immer super zu überlegen, okay, gibt es da eine Kantine? Ja, wo man sich mittags einmal reinsetzen kann. Wenn man mit Startups zu tun haben will, ist es super, in Coworking Spaces zu gehen und dort ins Café, weil die da sitzen. Das heißt, wir überlegen uns gemeinsam, wo erreiche ich meine User und wer bearbeitet welche Gruppe. Das haben wir gemacht, dann haben wir die Fragen gemacht, wir haben uns das in unser Büchlein geschrieben, haben das sozusagen an die Wand gepinnt und haben es geclustert und haben jetzt sozusagen viele Insights gewonnen. Und jetzt kommt die wichtigste Phase, nämlich die nächste Phase, das Definieren. Der Einstein hat den schönen Satz geprägt, wir können eigentlich nicht ein Problem lösen, wenn wir in der gleichen Gedankenwelt sind, wie wo wir das Problem definiert haben. Ja? Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wir hatten eine Ausgangsdesign-Challenge, die haben wir gemeinsam geframed, das war immer noch unsere Gedankenwelt. Und jetzt haben wir plötzlich die User befragt und haben vielleicht ganz andere Sachen festgestellt. Und genau darum geht es. Jetzt können wir eigentlich das Problem vielleicht nochmal konkreter definieren. Ja? Diese Phase ist so wichtig, weil wir jetzt in einem anderen State of Mind sind. Ja? Und das hilft uns bei der Problemlösung extrem. Wir haben unseren Standpunkt verändert. Von unserem Standpunkt, wir sind in die Schuhe geschlüpft von den Usern. Und jetzt betrachten wir das Problem aus deren Augen. Das heißt, wir erzählen uns jetzt gegenseitig die Stories zu unseren Beobachtungen. Wir suchen nach der gemeinsamen Bedeutung dahinter. Wir versuchen, Muster zu erkennen. Und darauf basierend entwickeln wir sogenannte User-Personas. Wer von euch hat schon mal mit Personas zu tun gehabt? Gibt es da jemanden von euch? Es sind ein paar Ja's gekommen. Mhm. Mag das jemand mal teilen? Wo habt ihr mit Personas gearbeitet? Messebesucher-Personas. Ja. Ein Zuschauer oder eine Zuschauerin hat aufgezeigt, ich schalte sie mal rein. Die Lena. Ja. Hallo, hallo Lena. Lena, wenn du was sagen willst, musst du noch das Audio aktivieren und dann müsste es funktionieren. Geht jetzt? Ja.
Okay, dann war der Headset einfach nicht gut eingesteckt. Für meinen damaligen Arbeitgeber haben wir für die Messe unterschiedliche Personas erstellt, für wen die Messe interessant sein könnte, beziehungsweise nützlich sein könnte. Und da haben wir pro Messethema circa 5 unterschiedliche Personas erstellt, wo wir natürlich auch dann das Marketing und genau die ganze Strategie daran angepasst haben. Ja, super. Ja, vielen Dank. Genau das ist die Idee. Warum jetzt Personas? Jetzt kann man ja sagen, die ganzen Zielgruppen, unsere User, die sind ja alle so unterschiedlich. Ja? Warum Personas? Es geht wieder darum, dass die gesamte Gruppe des Design Thinkings in eine Richtung strebt und wir ein Gefühl haben, für wen wir eigentlich kreieren dann, ja, unsere Ideen. Und interessanterweise ist es schon so, dass wenn wir fokussiert sind mit unserem Produkt oder Service, dass wir schon eine gewisse Persona dabei tatsächlich bedienen. Das heißt nicht, dass wir nur für diese Zielgruppe tatsächlich das Produkt entwickeln. Es heißt, dass wir für eine gewisse Art von Gruppe, und es sind meistens Gruppen, es gibt auch so Marketing, zum Beispiel die sogenannten Sinusmilieus, wo man auch sagt, es gibt zum Beispiel die Traditionalisten, ja, oder eher die Progressiveren. Ja. Also man arbeitet mit Stereotypen, nicht um einzelne Personen sozusagen zu bedienen, sondern um ein Bild einer Personengruppe zu haben, für die man tatsächlich das Produkt oder den Service entwickelt. Und das ist schon wichtig, weil das Gießkannenprinzip in unserer Zeit immer weniger funktioniert. Das heißt, es ist schon dann ein Produkt mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu realisieren behaftet, wenn es einen Fokus hat. Und das ist der eine Punkt, weshalb wir mit Personas arbeiten. Der andere Punkt ist wieder, wie beim Framing, wir wollen, dass die gesamte Gruppe eine Richtung hat, eine Persona im Auge hat. Es können auch 2, 3 sein. Bei der Lena waren es 5. 5 ist schon viel, ja. Kann aber sein, weil gerade eine Messe natürlich extrem breite Zielgruppen bedient. Wir wollen sozusagen genau im Kopf haben, ein Gefühl, so ein Stereotyp. Aha, ja, diese Art von User, die ist es. Für die machen wir das Ganze. Ja, also es sind Repräsentanten, die uns dabei helfen, wieder als Gruppe auf einer Linie zu sein. Hier links habe ich mal gezeigt, wie man so eine Persona beschreibt. Man sagt als einfach nicht nur, die heißt jetzt so und so und die ist so und so alt, sondern die wird sehr detailliert beschrieben. Das heißt, wir überlegen uns tatsächlich, was sind die Wesenszüge dieser Person? Was wäre so ein typisches Zitat? Ja, also wenn wir jetzt, was weiß ich, den Trump hätten, dann wäre ein typisches Zitat, Make America Great Again. Ja, also was ist so ein stereotypes Zitat für diese Art von Person? Wir geben der Persona auch einen Namen, überlegen uns Wesenszüge, überlegen uns, was sind deren Ziele, und zwar wirklich Lebensziele. Ja, also es könnte jetzt sein, persönliche Entwicklung, das könnte jetzt tatsächlich sein, einen sozialen Beitrag zu leisten zur Gesellschaft. Das könnte aber auch sein, richtig viel Kohle zu verdienen. Ja? Also das könnten unterschiedliche Ziele sein, die wir uns überlegen für diese Person und auch, was diese Person frustriert. Ja? Also zum Beispiel könnte eine Person, eine Schülerpersona könnte zum Beispiel frustrieren, vom Curriculum her, von dem, was ihr lernt, so eingeschränkt zu sein, dass eigentlich keine Zeit bleibt für die Sachen, die euch tatsächlich interessieren. Ja, das könnte eine typische Frustration einer Schülerpersona sein. Dann überlegen wir uns auch natürlich soziografisch Dinge, also Alter, ist es ein Job oder ist es eine Art von Ausbildung, die die Person macht? Hat sie Familie oder nicht? Wo lebt sie? Ja, eher am Land oder eher in der Stadt? Und dann natürlich auch, welche Persönlichkeit hat diese Person? Ist sie eher intro- oder extrovertiert? Ist sie eher innovativ oder traditionell? Ist sie bewertend oder wahrnehmend? Wir überlegen uns auch, was motiviert die Person? Ja? Wird sie motiviert durch viel Geld? Wird sie motiviert durch persönliche Weiterentwicklung, durch Lernen? Wird sie motiviert durch Soziales, also durch Austausch mit anderen? Wir überlegen uns auch, was sind die bevorzugten Kanäle, über die ich diese Person erreiche? Ist es Social Media? Ist es klassische Werbeanzeigen?
sind es Hauswurfsendungen? Also welche Kanäle habe ich, um diese Person anzusprechen? Und ich überlege mir auch eine kurze Biografie. Ja, also was ist sozusagen der Lebenslauf? Die Magdalena fragt, woher weiß man die Wesenszüge und so weiter für die Persona? Ja, genau. Also das ist so, diese Persona ist ja eine ausgedachte. Das heißt, wir haben jemanden im Kopf. Jetzt überlegt euch mal zum Beispiel so den klassischen Mathelehrer. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurer Gruppe eine Persona von den Mathelehrern machen sollt aus eurer Schule, ja, dann gäbe es da vielleicht dann im Endeffekt zwei. Nämlich einen, der tatsächlich wirklich progressiv ist, wo euch vielleicht der Unterricht Spaß macht, und dann eher so einen vielleicht traditionelleren, der mit sehr viel Autorität arbeitet. Also gerade bei Mathelehrern könnte ich mir jetzt auch aus meiner Historie zwei Personas vorstellen, die sehr unterschiedlich sind. Nehmen wir jetzt mal den traditionellen, der da eher mit viel Hausaufgaben pünktlich abgeben, schwere Schularbeiten, sehr klassisch, überlegt euch selber, wie ihr euch darauf vorbereitet und so weiter agiert. Dessen Wesenszüge, glaube ich, würdet ihr in der Gruppe sehr gut beschreiben können. Ein Wesenszug wäre zum Beispiel, dass der jetzt autoritär ist, also dass der sehr stark in seiner Macht als Mathelehrer gegenüber der Klasse agiert, wäre zum Beispiel ein klassischer Wesenszug. Das heißt, diese Wesenszüge überlegt ihr euch für eine fiktive Personengruppe, in dem Fall von eher autoritären Mathelehrern, und ihr diskutiert es auch in der Gruppe. Das heißt, es macht nicht jeder für sich, sondern ihr arbeitet immer in der Gruppe im Design Thinking. Und dann sagt vielleicht einer, ja, also auch ein anderer Wesenszug ist, dass der halt zum Beispiel sehr streng ist. Ja? Und dann sagt der andere, ja, stimmt, das sehe ich auch bei der Person. Und dann schreibt ihr diesen Wesenszug halt hin. Ja? Es ist eine Diskussion. Ihr sollt gemeinsam ein Bild entwickeln von einer Personengruppe und die möglichst gut erfassen. Und dazu ist es interessant, auch die Wesenszüge zu definieren. Es gibt noch eine weitere Frage, und zwar, was sind Guerilla-Efforts? Ah ja, genau. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht klassische Werbung. Überlegt euch, ihr habt jetzt als Personengruppe, als Usergruppe Studentinnen, und dann könnte zum Beispiel so ein Guerilla-Effort sein, dass ihr über Social Media, über Influencer zum Beispiel eine Party organisiert, die voll auf Verknappung geht. Das heißt, die Leute müssen sich extrem anstrengen, in den Kreis zu kommen, damit sie dann bei dieser coolen Party dabei sein können. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Guerilla-Effort, wo ich jetzt nicht eine klassische Werbeanzeige mache oder sonstiges, vielleicht ein Facebook-Posting, sondern wo ich versuche, über eine sehr alternative Methode meine Zielgruppe zu erreichen. Teilweise geht es zum Beispiel auch in solche Richtungen wie, ich habe ein schönes Beispiel, da gab es immer so Opel-GTI-Treffen. Und da gab es immer den Kampf zwischen VW-Fahrern und Opel-Fahrern. Und dann haben die zum Beispiel jetzt die Opel-Fahrer auf einer Party von VW schwarze T-Shirts ausgeteilt. Und die T-Shirts waren aber mit so einer Neonfarbe präpariert, dass am Abend in der Disco, also bei diesem Schwarzlicht, jetzt bei der VW-Party das Opel-Zeichen ganz fett rauskam. Ja? Also das wäre auch so eine Guerilla-Aktion, wo du sagst, du machst jetzt was, wo du die Zielgruppe, und die Zielgruppe waren in dem Fall halt Autofahrer aus dem Bereich, aber du wolltest jetzt eigentlich von der Konkurrenz sozusagen die auch ansprechen, ja, oder auch auf dich aufmerksam machen als Marke, und über solche Aktionen, die jetzt nicht klassisches Marketing sind, versuchst du dann halt eine gewisse Usergruppe für dich zu begeistern. Also eher so ein bisschen sozusagen von hinten kommend und außergewöhnlich. Ja? Genau. So, jetzt haben wir unsere Persona. Neben der Persona ist beim Definieren in der Phase ganz wichtig das sogenannte Problem Statement, auch Point of View genannt, und ist nichts anderes als unsere Ausgangsfragestellung, die jetzt, nachdem wir viele Insights und Needs gesammelt haben, anders formuliert ist. Ich gebe euch ein Beispiel, das das gut verständlich macht. Zum Beispiel die Ausgangsfragestellung war, wie können wir das Leben eines Diabetes-Patienten vereinfachen? Also Diabetes ist oft noch damit verbunden, also Zuckerkrankheit, dass man sich täglich stechen muss, um den Blutzuckerspiegel zu ermitteln. Ja? Also die Ausgangsfragestellung war, wie können wir das Leben eines Diabetes-Patienten
angenehmer gestalten, ja, oder leichter machen. Und nach der Einfühlphase ist das Problem Statement vielleicht, wie kann ich ein Blutzuckermessgerät herstellen, wo sich die Patienten nimmer täglich stechen müssen. Also ihr seht, ja, das Problem Statement ist viel konkreter und hat beinhaltet, was ihr in der Empathy, in der Einfühlphase wirklich beobachtet habt. Was ist echt der Pain Point? Ja, ihr wolltet vorher das Leben des Diabetespatienten leichter machen und stellt fest, einer der größten Pain Points ist dieses dauernde sich stechen. Und deswegen ist unser Problem Statement jetzt nicht mehr, wie können wir das Leben vereinfachen, sondern wie können wir ein Blutzuckermessgerät entwickeln, wo sich die Patienten nicht mehr täglich stechen müssen. Ja? Ihr seid also durch das Beobachten der User zu einer konkreteren Fragestellung gekommen und die nennt sich jetzt Problem Statement im Design Thinking. Und das ist ganz wichtig und das ist das Schwierigste, dieses Problem Statement gut zu definieren, dass es nicht schon die Lösung ist, dass es konkret genug ist, ist echt schwierig. Und da kann es sein, wenn man da merkt, das hat keine Kraft. Ja? Also dieses Problem Statement, was ich euch jetzt gesagt habe, wie kann ich das Blutzuckermessgerät entwickeln, das hat Kraft. Ne? Weil da bin ich voll an dem Thema dran. Es kann aber sein, dass ihr da noch nicht seid, weil ihr einfach noch nicht genug Insights über die User gesammelt habt. Dann wäre jetzt der Punkt, dass der Facilitator sagt, das klingt jetzt alles ein bisschen lasch, da kriege ich noch keine Gänsehaut, wenn ich das lese. Geht nochmal zurück, wir befragen nochmal die User. Ja? Definieren ist die wichtigste Phase im Design Thinking. Wie schaut das aus? Hier wieder auch aus einem echten Design Thinking rausgenommen. Wir hatten in dem Fall hier, ich kann es nicht lesen, wie heißt jetzt der, den ich dort hier aufgeführt habe, wie heißt der? Der Franz, genau. Der Franz, der braucht, ja, und dort in dem Halbsatz, was der braucht, habe ich jetzt drin, was wir beobachtet haben. Ja, ich lese euch jetzt einmal das erste vor, wurscht jetzt, was die Design Challenge war. Ein Statement war hier, der Franz braucht viel persönlichen Kontakt, weil ihm der Vertrauen gibt. Das heißt, hier wurde beobachtet bei dem User, dass zum Beispiel ein Need persönlicher Kontakt war und das Insight dahinter, also was ist wirklich der Job to be done, der braucht Vertrauen. Wenn wir jetzt aus der Gruppe ganz viele von diesen Statements einmal gesammelt haben und das haben wir hier auf der Seite zum Beispiel getan, dann gehen wir in der Gruppe daran, zu bestimmen, welches Problem Statement uns am besten gefällt und dazu kleben wir Sternchen irgendwo hin. Ja? Und hier war es jetzt zum Beispiel, was am meisten Sternchen bekommen hat. Der Franz braucht Visualisierung, weil er sich dann leichter tut. Da ging es jetzt zum Beispiel darum, dass der Betriebsanlagen, völlig egal welches Design Thinking das war, darum geht es jetzt gar nicht. Ich möchte euch nur die Systematik erklären. Da ging es jetzt darum, der musste Betriebsanlagen aufmalen, zum Beispiel Heizungsanlagen in großen Gebäuden. Und da war dann zum Beispiel die Beobachtung, die Visualisierung von diesen Anlagen auf so einem Tool über so ein Tablet, das wäre für ihn total hilfreich. Ja? Wie auch immer die dann aussieht. Das heißt, also dieses Problem Statement hat er auch deswegen gewonnen, weil es konkreter war. Das heißt, also ich habe hier schon einen konkreten Need entdeckt gehabt. Es geht um Visualisierung, die ihm hilft. Ja, und damit er sich leichter tut, einfach damit seine Arbeit leichter ist, ist für ihn sozusagen, das wurde da rausgefunden, dass sie sich sehr schwer tun, ihre Arbeit gut zu machen. Das war sozusagen dort ein Problem Statement, was dort dann gewählt wurde. Die Systematik ist, wie gesagt, diesen Satz aufzuschreiben, der User X braucht irgendwas. Was er braucht, sind die Needs, die wir beobachtet haben, weil, und das sind nochmal die Insights, die Jobs to be done, die dahinter stehen. Bei unserem Milchshake-Beispiel wäre es jetzt der User Karl, der braucht ein geschlossenes Gefäß, in dem er sein Frühstück zu sich nehmen kann, weil er sauber bei der Arbeit erscheinen muss. Ja? Also dass dieser Satz in der Form und immer in der Form ist das Problem Statement. Und ich habe ganz viele und wähle dann wieder aus mit der Gruppe, mit welchem Problem Statement wollen wir weitergehen. Und wenn wir das haben, dann können wir ins Generieren gehen. Generieren ist ganz einfach jetzt ein Brainstorming, Ideen finden. Ja? Und das ist eben sozusagen ganz wichtig, dass wir da wissen,
wofür wir Ideen generieren. Wichtig ist es, viele Ideen zu haben und nicht gleich die eine Idee zu haben. Ja? Das heißt, wir wollen großgedachte, radikale, freche und andere Lösungen und gehen am Anfang mal nur auf Quantität. Design Thinking könnt ihr euch vorstellen, immer wie so eine Sanduhr. Wir haben am Anfang immer ganz viel, auch ganz viele Needs und dann schränken wir ein in der Gruppe, was ist aus unserer Sicht das Wichtigste. Und dann gehen wir wieder an ganz viele Ideen und dann suchen wir uns wieder die beste Idee aus. Ja? Es geht immer von der Quantität zur Qualität, von der Quantität zur Qualität. Das ist die Bewegung im Design Thinking. Dieses Bild habe ich gemacht in Stanford, in San Francisco, wo die Brainstorming-Regeln aufgestellt haben. Ja, wo sie gesagt haben, nicht bewerten, geh nach vielen Ideen, ausreden lassen, seid sehr visuell, das heißt also nicht immer schreiben mit Worten, sondern möglichst aufmalen. Ja? Headline your idea heißt, gib der eine Überschrift, sodass man bei dem Bild sofort sieht, okay, genau darum geht's. Und auch wichtig, bau auf den Ideen von den anderen. In eurer Gruppe hat einer eine Idee, und dann sagst du, hey, ja, stimmt. Und das können wir dann aber auch so und so. Ja? Bleib am Thema. Das ist wichtig. Das heißt, unser Problem Statement, das hängt irgendwo ganz fett an der Wand. Und das haben wir immer im Kopf, auch wenn wir Ideen generieren. Und dann geht es um wilde Ideen. Das schaut dann so aus. Ne, die Leute fangen dann an zu malen. Und dann sind das die Ideen. Das heißt, wir schreiben die nicht auf als Text, sondern wir machen Bilder und das Einzige, was als Text ist, ist tatsächlich die Überschrift darüber. Wenn wir dann die Ideen haben, geht es wieder darum, die besten auszuwählen. Das heißt, wir hatten hier dann, was weiß ich, irgendwie 10 oder 20 solche Bilder und dann werden wieder Sternchen geklebt, wo ist die beste Idee? Und die wird dann umgesetzt. Und der Tom Kelly, auch von Ideo, der hat gesagt, wenn ein Bild sozusagen so viel wert ist wie 1000 Worte, dann ist ein Prototyp so viel wert wie 1000 Meetings. Das heißt, wir können jetzt auch in Meetings, in Gesprächen unseren Usern erklären, was unsere Idee ist. Wenn die einen Prototypen haben, mit dem die interagieren, ist es 1000-mal mehr wert. Und da geht es nicht darum, dass der irgendwie perfekt ist. Es soll eine physische Umsetzung sein. Ein erster Repräsentant unserer Lösung, komplett imperfekt. Ja, der kann über Open Source Software gebastelt werden, zum Beispiel strikingly.com. Strikingly.com ist so eine super Software, wo du mal so gratis Landing Pages machen kannst oder eben tatsächlich auf Papier gemalt. Die Idee soll nur sein, dass der User mit unserem Prototyp mit möglichst vielen Sinnen interagieren kann. Das heißt also nicht nur jetzt verstehen, sondern auch anfassen, vielleicht sogar riechen, ja, vielleicht irgendwo hintippen, ja, was auch immer. Ja, wichtig ist mit möglichst vielen Sinnen. Und hier habe ich mal von einem Prototyping von einem Design Thinking so ein Prototype mitgebracht. Die Idee ist, dass dann, wenn ihr den vorstellt, dass ihr einfach den User sozusagen da durchführt. Ja, also das heißt, auf den ersten Blick wäre nicht erkenntlich, was jetzt die Lösung ist. Ihr führt den User da durch und der User, der hat Spaß, der will das verstehen, der fragt, aha, was ist denn dann das? Aha, das Pinke da ist die 3D-Brille, ah ja, also darum geht's. Ja? Was man auch machen kann, und das habe ich euch mitgebracht, ist ein kleines Video drehen. Das war wieder so ein Beispiel von der Deutschen Post, die sollten eine Lösung entwickeln dazu, wie man möglichst leicht Access zu einem Device bekommt. Ja? Also geht es über Touchscreen, ist es über Face ID? Die wollten einen neuen Login-Mechanismus für Deutsche Post DHL entwickeln und das war dann hier ihr Prototyp. Oh, and the camera. Hi, Carsten, I recognize you. Nice to meet you. I will send your approval request to your mobile device. Carsten, you received an approval request on your mobile device. Please reject or approve. Okay, I will approve. Oh, great. The request was approved. Thank you. I will unlock the device for you. Happy working. I'm flabbergasted how simple this is. Ja. Okay, also genau, so war das dort gemacht. Die haben in Prototypen gebastelt und dann noch ein Video gemacht, wo ich euch jetzt einfach mal zeigen kann, wie man dann auch den User durch sowas durchführen kann. Genau, so und dann sind wir tatsächlich schon in der letzten Phase, dem Testen. Und das Video, was ihr jetzt gesehen habt, würde einem User so vorgestellt,
Das heißt, also der könnte dann sich das anschauen, könnte sagen, aha, wie ging das jetzt? Darf ich auch mal? Aha, verstehe ich nicht? Und dann geht es darum, den User sozusagen dem nichts zu verkaufen, sondern dem einmal die Lösung vorzustellen. Und auch ganz wichtig, man darf dabei feststellen, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder noch nicht passend gemacht hat für den User, weil jedes Feedback ist ein super Feedback, weil es uns davor daran hindert, irgend schon ganz viele Ressourcen, Zeitressourcen, Geldressourcen irgendwo draufzugeben auf einer Lösung, die vielleicht noch nicht hundertprozentig ist. Ja? Also alle Reaktionen sind ein wertvoller Input. Der Vorteil, wir lernen aus Fehlern ganz schnell und billig. Wir bekommen neue Ideen, um unsere Lösung zu iterieren. Ja, und der Punkt ist ganz einfach, wir können dieses Testen mit mehreren Usern machen und bekommen dadurch auch verschiedene Insights. Wichtig ist, dass wir nicht in den Fehler zu verfallen, unsere Lösung zu verkaufen. Ja, das heißt, wir stellen das wirklich neutral vor. Wir haben hier nichts zu verkaufen, sondern wir wollen und dürfen auch negatives Feedback einsammeln. Und das ist überhaupt das Allerbeste. Weil das Blödste ist, wenn sich der User nur denkt, naja, das ist aber Chance, ja, oder das könnte man aber auch so und so machen und es uns nicht sagt. Ja. Wir zeigen was, we have something to say and nothing to sell. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn wir sozusagen das haben, dann haben wir eigentlich aus vier Bereichen Informationen gewonnen. Was hat dem User gefallen? Das werden wir verstärken. Was hat dem User nicht gefallen? Das werden wir verändern. Was waren neue Ideen des Users? Die werden wir einbauen. Und was hat der User vielleicht überhaupt nicht verstanden? Ja, das ist überhaupt das Wichtigste. Da müssen wir dann nochmal richtig fett rein. Ja, und jetzt habe ich euch ein Beispiel mitgebracht von einer Firma, die auch ganz, ganz viel mit Design Thinking arbeitet, IKEA. Und dort hatten sie die Design Challenge, wie könnte man mit einem Küchentisch noch mehr Dinge tun, als es heute der Fall ist. Und die Lösung, der Prototyp, sah dann so aus. The table brings inanimate objects to life using smart light. A camera observes what happens on the table and relevant graphics are projected back onto the surface. This kitchen table is about more than just dining. It is your preparation surface, hob, workbench and children's play area. Explore creative flavor combinations. Get suggestions on what to cook based on things you already have at home. Be inspired by any tempting recipe. Set the timer to decide how much time and effort you want to spend. Place ingredients on the cutting board for advice on how best to prepare them. Built-in scales to get the proportions right for doughs and batters. Browse recipes and be inspired by friends and family. Record and playback cooking sessions. Have the table guide you through the recipe. Collect your ingredients. Place your pan on the table and set the temperature to sear. Set the temperature to boil and the timer will start. Add another pan and set it to frying temperature. Mobile devices. Heat food directly in your pantry cooling containers. Augment play. A table for living. All your kitchen stories brought to life on a single surface.
Ja, also ich glaube, ihr bekommt die Idee. Wie gesagt, das heißt nicht, dass jeder dieser Prototypen dann auch in den Markt kommt. Es geht dann natürlich danach daran zu schauen, geben die Leute dafür Geld aus? Ist es schon möglich, den kostengünstig herzustellen, sodass er auch sozusagen für IKEA möglich ist, sozusagen den aufzunehmen ins Programm? Wichtig ist nur zu sagen, dass eben all diese innovativen Companies eigentlich mit Design Thinking arbeiten und dann halt auswählen und immer weiter iterieren, welche Produkte es dann tatsächlich dann auch in den Verkauf schaffen. Aber als Problemlösungsmethode ist eben dieses Design Thinking heute bei den großen Unternehmen völlig gang und gäbe. Und ich stelle aber fest, bei traditionelleren Unternehmen immer noch viel zu wenig bekannt. Wobei immer mehr Unternehmen jetzt auch schon eben versuchen, sich auch sozusagen Teammitglieder reinzuholen, die das beherrschen und zumindest Elemente davon auch mit umsetzen. Das ist natürlich eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich liebe Design Thinking, ich verwende es für alles. Man kann damit nicht nur Produkte designen, sondern auch Services. Ja? Also jede Art von Problem, von Fragestellung kann eigentlich damit bearbeitet werden. Ich habe ja noch ein anderes Beispiel, ist in dem Fall auch von IKEA. Da ging es darum, wie kann ein Raum gestaltet werden für einen Skater. Ja, das sah dann so aus. Oder auch ein Beispiel, was ich besonders gern mag, das ist eine Towel Bag. Das heißt also eine Chips-Tüte, ein Chips-Sackerl, was außenrum mit so einer Frottee-Beschichtung ist, sodass man sich dann gleich die fettigen, schmierigen Hände abwischen kann. Ja, auch das irgendwie ist ein super Beispiel für Design Thinking, wo man wirklich merkt, die Leute haben die User beobachtet, die haben geschaut, was sind deren Pain Points. Ja? Genau, also das wären eigentlich solche Beispiele, die ich euch mitgeben wollte. Jetzt geht es darum zu überlegen, wie könnt ihr für eure Fragestellungen, die ihr dann auch in den Moonshot Pirates Bootcamps bearbeiten wollt, da was mitnehmen. Wie könnt ihr sozusagen mit der Methode arbeiten? Es geht sicherlich nicht sofort, man muss es auch mal ausprobieren. Gut ist es immer, wenn man einen Facilitator dabei hat, der das schon mal gemacht hat. Für alle die dann beim nächsten Bootcamp dabei sind, die werden Möglichkeit haben, mit dieser Methode auch zu arbeiten. Der Simon hat es auch gesagt, ich bin im Talent Garden, dort die Country Managerin. Das Bootcamp wird ja auch im Talent Garden stattfinden. Da biete ich auch sehr gerne an, dass ich euch dann nochmal ein Tutorial gebe oder vielleicht auch euch in so einem Prozess einmal begleite. Sehr, sehr gern. Wie gesagt, ich bin wahnsinnig überzeugt von der Methode. In den USA lernen das alle spätestens an der Uni, hier in Europa leider viel zu wenig. Und ich hoffe sehr, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte. Und wenn es nur das Framing ist, was ihr vielleicht mal berücksichtigt, oder auch einfach die Möglichkeit, verschiedene Brainstorming-Rules anzuwenden, dann hat das heute schon was gebracht. Und auch, es gibt ganz tolle Videos auch auf YouTube über das Design Thinking. Und mit der ersten Einführung habt ihr vielleicht auch Lust bekommen, euch die noch ein bisschen anzuschauen. Und wie gesagt, ich bin dann spätestens ab Herbst wieder physisch auch im Talent Garden und kann euch auch gerne helfen, dann bei euren Moonshots dabei zu sein und das Unmögliche möglich zu machen und zu helfen, wie Einstein auch, ne, die Dinge anzugehen, zu entwickeln. Und der Einstein hat immer gesagt, das Wichtigste ist eigentlich sozusagen unsere Kreativität. Zwei Dinge sind unendlich. Eigentlich der menschliche Geist, die Fantasie und das Universum. Auch teilweise die menschliche Blödheit und ob die wirklich unendlich ist, also sich oder ob die endlich ist, da ist er sich nicht so ganz sicher. Ja? Also in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Methode. Schaut euch ja mal ein paar Videos noch dazu an und ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen. Vielen, vielen Dank noch einmal, Petra. Sehr gern. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuseher und Zuseherinnen auch noch einmal ein großes Danke. Baba, ciao. Ciao.